Leon! Das gibt's doch nicht. Und noch mehr, Leon. Wow. Auch für mich. Oh. Ich denke, Sie können das aber gut mal. Echt mal. Oh, hallo. Ach, lieber Himmel. Aber, boah, das ist ja. Ich hab, aber hallo, wie gut du das meinst. Ich hab noch gar nicht gesagt, von wem das ist. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Luna und der Fernsehen. Und Thomas. Und ihr seht es schon, wir haben. Wir haben Fanpost bekommen und alle, die uns das geschickt haben, die warten wahrscheinlich schon drauf. Heute ist es soweit. Viel Spaß dabei! So, aber bevor wir die Fanpost auspacken, kleiner Hinweis an euch, schreibt uns bitte eure Fragen in die Kommentare, denn wir wollen wieder eine, oder wir sollen wieder eine, so ist es. Ganz viele haben gefragt, ob wir nochmal ein Frage und Antwort, ein Q&A machen und ja, stellt uns eure Fragen und dann Fragen in die Kommentare. Ich ja, die Laden. Fragen, die ihr habt, schreibt die in die Laden. Laden? Nicht nur. Ladet eure Handys und dann schreibt eure Fragen in die Kommentare und dann machen wir demnächst mal wieder ein Frage- und Antwort-Video. Und jetzt legen wir los mit der Fanpost. Und alle, die jetzt vielleicht gucken und denken, oh, meine Fanpost ist auch dabei, ich habe gestern eine verschickt. Nein, wir sammeln die immer und dann packen wir die eben nach und nach aus. Das heißt, wenn eure Fanpost jetzt nicht dabei ist, ihr habt aber welche geschickt, nicht traurig sein, die kommt dann beim nächsten Mal dran. Wir haben jetzt hier 5 Sachen, Briefe und Pakete. Und das erste ist von Ricarda Otter, wenn ich das richtig sehe. Oder Ricarda Otto, der letzte Buchstabe. Weiß ich nicht, Ricarda Otter oder Ricarda Otto. Kannst du aufmachen, sonst verweise ich Otto, der Sänger. Erstmal sagen wir vielen Dank und viele Grüße an Ricarda. Vielen Dank für deinen schönen Brief. Nee, ich mach hier auf. Ist okay. Ist okay. Für Lulu und Leon, Family and Fun. Oh, hat sich Ricarda. Und ein Bild, ein Bild. Wow. Aber da freuen wir uns aber sehr. Vielen Dank, Ricarda. Wow. Lulu und Leon, Family and Fun. Also Lulu, Leon, Mama, Katharina und ich von Ricarda. Best YouTube-Kanal der Welt. Vielen, vielen Dank, Ricarda. Und ja, ganz viele Ricardo. Grüße an Ricarda. Ich bin ziemlich sicher, dass das Ricarda heißt. Wow. Brief darf vorgelesen werden. Lulu und Leon, Family and Fun. Könnt ihr mich grüßen? Das machen wir. Nochmal, das dritte Mal jetzt. Recht herzlich, Ricarda, sei gegrüßt und vielen Dank. Ihr seid der beste Kinderkanal der Welt. Deswegen habe ich euch das Bild gemalt. Als ich das Bild gemalt habe, habe ich Lulu und Leon angeschaut. Ja, vielen, vielen Dank, Ricarda, für den tollen Brief und das Danke. Tolle Bild. Und nochmal schöne Grüße an dich. Schöne Grüße an dich. So, jetzt ist Leon dran, der kleine Butzemann. Soll ich dir helfen beim Aufmachen? Oh mein Gott, noch ein Geschenk. Was steht da drauf? Leon! Das gibt's doch nicht. Und noch mehr, Leon. Wow. Noch für mich. Oh. Sie können das aber gut mal. Echt mal. Oh, hallo. Ach, hallo. Lieber Himmel. Aber, boah, ja, das ist ja. Ich hab, aber hallo, wie gut ich hab, du das meinst. Ich hab noch gar nicht gesagt, von wem das ist. Letizia. Letizia, also, du bist eine wahre Künstlerin. Klar, ja, ein richtiger Künstlerin. Aber ganz, ey, guck mal, wie toll Letizia das gemacht hat. Oh, das ist aber super. Letizia, natürlich auch 1000 Grüße an dich. Ja, hier steht 1000. Hier steht noch was drauf, das lese ich gleich vor. Kann ich erst mal ein Geschenk auf Nee, das will ich erst mal vorlesen. Dann müsst ihr euch nämlich noch ein bisschen gedulden. Ach, Menno. Okay, vielleicht steht da was mit den Geschenken drauf, dann packt sie erst aus. Das kann natürlich auch sein. Das machen wir zum Schluss hier. Also ganz, also jetzt aber mal wirklich, gebt aber mal alle einen schönen Daumen nach oben für Letizia. Das hat sie ganz toll gemacht. Wow. Wow, ganz viele Radiergummis. Und von den ganz vielen Radiergummis. Und hier, Textmarker, also Textstifte. Wow. Mit den Fufi-Emojis. Ja, mit Emojis drauf. Das müssen wir wohl einmal zeigen. Da ganz einmal. Viele Radiergummi. Ah, ich glaube, die Leute wissen, dass du diese Emojis magst, ne? Ja. Und die Radiergummis hat er bekommen. Und Lulu hat diese Radiergummis. Die kann aber sehr gut malen. Ja, toll, ne? Und die Trolls, Haargummis und Haarspacken. Dankeschön, 1000 Punkte für dich. 1000. Also, vielen, vielen Dank, Letizia. Ganz toll. Nicht nur das Bild, auch die Geschenke. Hallo, ich heiße Letizia und ich bin euer allergrößter Fan. Ich wollte Lulu und Leon alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen. Oh, danke. Danke. Und habe Geschenke für sie beigelegt. Außerdem wollte ich fragen, ob Lulu mich grüßen kann, denn ich darf noch keine Kommentare schreiben.
schöne Grüße an Letizia. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen besten Freund und mir jeweils eine Autogrammkarte schicken würdet. Es wäre schön, wenn ihr mein Bild in einem Video von euch zeigt. Kann Lulu bitte einmal wieder eine Song-Challenge machen? Also. Ja, ich mache noch eine Song-Challenge. Song-Challenge Nummer 5 kommt bald. Und natürlich bekommst du und dein bester Freund eine Autogrammkarte. Allerdings weiß ich nicht, wie dein bester Freund heißt, weil das steht hier gar nicht. Aber deine Adresse steht hier, das stimmt. Da haben wir sie. Hier steht sie auch drauf, genau. Und natürlich bekommst du eine Autogrammkarte. Wir legen dir eine zweite mit dabei. Wir können halt nur nicht draufschreiben, für wen das ist, weil dann, wenn wir nicht wissen, wie dein bester Freund heißt, dann musst du den Namen selber draufschreiben. Dann schreiben wir für und Lulu und Leon unterschreiben und du trägst dann den Namen ein. Also nochmal das coole Bild. Vielen, vielen Dank, Letizia, für das tolle Bild, für den Brief und die Geschenke. Svenja. So, wow. Das ist von Svenja. Vielen Dank. Und ein Schminkspiegel. Und ich vermute, der Schminkspiegel ist bestimmt für dich. Ja, und das sind Pokémon-Sachen. Für mich. Das sind Magneten. Da kannst du am Kühlschrank kannst du was festhalten. So, also ein Schminkspiegel für Lulu gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also, ich lese vor. Hallo Lulu, Leon, Family and Fun. Ich bin die Svenja und ich bin 12 Jahre alt. Euer Kanal ist so cool, es macht Spaß, eure Videos anzuschauen. Vielen Dank, Svenja. Schöne Grüße. Ja, vielen Dank. Lulu und Leon, ihr seid voll süß. Ich kommentiere immer eure Videos. Die Magneten sind für Leon und der Handspiegel für Lulu. Als wenn ich es gewusst hätte, ne? Handspiegel, cool Handspiegel. Könntet ihr mich grüßen, aber natürlich noch einmal... Schöne Grüße an Svenja. Hab euch lieb, hoffe ihr freut euch. Ihr seid cool, bester Kanal, Lulu und Leon Family and Fun. Freuen wir uns? Oh. Ja. Ja. Ja! Ja, 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 ja! Klasse, vielen Dank Svenja! Oh. So, das ist der Brief. Ich weiß schon, wofür das ist, kannst du mir geben, das ist garantiert für eine Autogrammkarte. Was ist das hier? Ja, das ist für eine Autogrammkarte. Maja! Frankierter Rückumschlag. Maja, so ist richtig, perfekt. Hey, da steht Hey dran. Da steht Hey? Hallo Thomas, Katharina, Lulu und Leon. Ich liebe eure Videos und ein paar Fragen an euch. Als was arbeitet Katharina? Wie alt ist Leon und in welche Klasse geht er? Bitte macht weiter mit YouTube. Also, als was arbeitet Katharina? Das können wir euch natürlich beantworten, wenn wir das Frage-Antwort-Video machen. Wie alt Leon ist? Er ist 9 und geht in die 3. Klasse. Das haben wir nämlich schon 100.000 Mal gesagt. Das wissen die Leute ja auch von den Geburtstagen. Bitte macht weiter mit YouTube. Bitte schickt mir ein Autogramm. Dafür ist der Briefumschlag da. Eure Maja. Natürlich kriegst du ein Autogramm, Maja. Und natürlich machen wir weiter mit YouTube. Wir sagen natürlich noch herzliche Grüße, Maja. Jetzt packen wir das Paket von... Das riesige. So, das letzte kommt zum Schluss und ist von einem Jungen, von Nico Klarhold. Da haben wir einen Coca-Cola-Bären für Lulu. Yay. Da haben wir einen Coca-Cola-Bären für Leon. Coca-Cola? Coca-Cola. Mein Name ist Leon. Dann haben wir noch einen Coca-Cola-Bären. Für Kloppo? Und noch einen Coca-Cola. Nee, wahrscheinlich für uns. Ich glaube aber, für Kloppo hat er wirklich was reingepackt. Für Kloppi! Oh nein! Und auch. Wie süß, für Kloppo. Rückumschlag, hervorragend, Nico. Kommt auch auf jeden Fall an. Alter. Der Brief. Und dann haben wir noch. Ach, die Finger. Wie heißen die? Super Namebands Motivbands. Okay. Zwei Motivbänder, die sind natürlich auch für euch. Danke. So, jetzt lesen wir. Sind die für Kloppo? Weiß ich nicht. Lesen wir ja jetzt. Hallo Lulu, Katharina, Leon und Thomas. Ich folge eurem Kanal schon 5 Monate und eure Videos sind immer gut und ich folge euch auch noch auf Instagram und Snapchat. Bitte hört nie wieder auf mit YouTube und könntet ihr mir ein Autogramm schicken? Liebe Machen Grüße, Nico, Lulu, Leon, Thomas, Katharina und ein YouTube-Logo. Aber selbstverständlich, Nico, habe ich schon gesagt. Autogramm bekommst du auf alle Fälle und natürlich grüßen wir dich auch recht herzlich. Ja, schöne Grüße an, Nico. Und wir sagen natürlich ganz, ganz, ganz vielen Dank für die coolen Coca-Cola-Bären, für die beiden Hunde, die natürlich nicht für Kloppo sind, aber vielleicht... Wir zeigen sie auf jeden Fall, aber er spielt natürlich nicht damit. Und die coolen Bänder. Ja, und auch natürlich an alle anderen nochmal. Vielen, vielen Dank, für die coolen Geschenke, für die coolen Pakete, für die tollen Briefe. Und ich muss es einfach nochmal zeigen, für dieses mega coole Bild, was... Das kannst du gleich nachmachen, was die Letizia gemalt hat. So, denkt auf jeden Fall an die Fragen für das Frage- und Antwort-Video. Das werden wir demnächst dann machen. Und ja, alle, die Fanpost geschickt haben,
und jetzt nicht dran waren, ihr seid beim nächsten Mal auf jeden Fall dran. Ja. Und dann sagen wir nochmal vielen Dank an alle, schöne Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf eine Seite. Tschüss.